Ausstellung 2020. Wir hatten uns ja schon zur Frühjahrsausstellung getroffen, in der Hoffnung, dass wenigstens die Winter- oder Weihnachtsausstellung für die Hallenser zugänglich wäre. Momentan sieht es ja nicht danach aus, aber die Maßnahme vom Jobcenter hat ja wieder Wunderbares geschaffen. Wie waren Ihre Veranlassungen jetzt für dieses Jahr, für Herbst, diese Maßnahme? Aus welchem Grund, viele Hallenser wissen es ja nicht, aus welchem Grund werden diese Ausstellungen überhaupt gemacht, Herr Kaltofen? Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen. Mache ich sehr gern. Die Ausstellungen hier in der neuen Residenz werden ja im Rahmen von geförderten Arbeitsgelegenheiten durchgeführt. Das heißt, Mitbürger und Mitbürgerinnen unserer Stadt arbeiten an einem Standort von historischer Bedeutung, schaffen Werte und schaffen insbesondere auch ein Ambiente, was jedes Jahr wieder und das seit sehr, sehr langer Zeit für sehenswerte Ergebnisse, für tolle, auch inspirierende Ergebnisse sorgt und damit für alle Hallenserinnen und Hallenser auch ein Besuchermagnet, ein Anlaufpunkt geworden ist, der sich mit ganz unterschiedlichen Themenwelten immer wieder auseinandersetzt, natürlich mit den klassisch-christlichen Festen, aber auch mit Themen wie Demokratie, Grundwerten, Grundgesetz. Und das alles gestaltet von Menschen, die in dieser Stadt leben und dank dieser Arbeitsgelegenheiten hier in der neuen Residenz eine Arbeit haben, eine Aufgabe gefunden haben, diese immer wieder mit Bravour meistern und Ergebnisse generieren, auf die jeder zu Recht stolz sein kann, auf die wir stolz sind und wo wir auf der anderen Seite ein klein wenig traurig sind, dass wir im Jahre 2020 Rahmenbedingungen haben, die ein Bestaunen, ein Bewundern dieser Ergebnisse ein klein wenig schwierig machen. Ich will bewusst sagen, schwierig, nicht unmöglich, weil wir dank dessen, was wir gerade hier vorbereiten und dann auch durchführen, vielen Hallenserinnen und Hallensern, aber dank des Internets auch deutlich darüber hinaus, die Möglichkeit geben, sich diese Ausstellung zumindest virtuell anzuschauen, weil das ist das Mindeste, was wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch den Durchführenden, den Betreuern des beruflichen Bildungswerkes an Dank schulden, nämlich einfach zu zeigen, was haben sie geschaffen, was haben sie mit ihrer Händearbeit wirklich gedeihen lassen. Und dieses Gedeihen lassen ist gerade in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit ganz, ganz wichtig, jedem Einzelnen zu zeigen, dass jeder einen Beitrag an dieser Zeit, an dieser Adventszeit leisten kann, jeder seinen Beitrag dazu leisten kann für eine besinnliche Zeit, trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Und die Besinnlichkeit wird dieses Jahr sicher komplett anders laufen, als wir das in den letzten Jahren kennengelernt haben und schätzen gelernt haben. Aber Besinnlichkeit bedeutet auch, daran zu denken, was Menschen schaffen können, was Menschen leisten können, wenn sie einfach nur die Gelegenheit dazu haben. Wohl wahr. Und die Ausstellung ist ja wirklich nun über die Stadtgrenzen, wie Sie schon sagen, bekannt. Also wir sehen es ja auch in unseren Zugriffen, in unseren Zuschriften, die wir haben, wo das überall geschaut wird, oft von ehemaligen Hallensern. Und die warten ja schon richtig drauf, dass jedes Jahr da was Neues entsteht. Und im Hinblick auf das nächste Jahr, wollen wir da mal so einen kleinen Vorblick oder Hinblick wagen? Was denken Sie, wird sich entwickeln? Was ist geplant fürs nächste Jahr? Wir haben gemeinsam mit dem beruflichen Bildungswerk fest im Plan, an der neuen Residenz weiterhin solche Kunstwerke, solche Ausstellungen entstehen zu lassen, für eine möglichst breite Besucheranzahl, unabhängig davon, ob das Ganze persönlich besucht werden kann, unabhängig davon, ob wir es gegebenenfalls auch wieder nur virtuell präsentieren können. Darauf kommt es nicht ganz so an. Es ist wichtig, neben dem persönlichen Gespräch nach außen zu dokumentieren, da sind tolle Ergebnisse entstanden. Und dieses nach außen präsentieren ist auf der einen Seite zwar vom Gespräch her interessant,
Aber viel wichtiger ist es in meinen Augen, dass wir dokumentieren, was wir am Standort Halle, was wir in dieser Stadt, in dieser neuen Residenz über viele Jahre erschaffen haben und was wir mit vergleichsweise wenig Aufwand, wenig materiellem Aufwand, aber ganz viel menschlichem Fleiß haben entstehen lassen. Und deshalb wird es definitiv auch im Jahr 2021 wieder diese Ausstellungen geben, mit einem schon mal vorab formulierten Dankeschön in Richtung des Trägers, dass er bereit ist, das auch zu tun. Weil Hygienekonzepte, so wie wir es momentan hier erleben, bedeuten einen immensen Aufwand. Das gilt für jeden Gewerbetreibenden genauso wie für einen Träger von Arbeitsgelegenheiten. Ein Aufwand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und es hat einen sehr, sehr hohen Anspruch an Selbstdisziplin. Es hat einen sehr, sehr hohen Anspruch auch an Bereitschaft, sich solchen Regularien unterzuordnen. Und da haben wir in den letzten Wochen und Monaten hier sehr gute Erfahrungen machen können. Und ich kann ausdrücklich jedem nur empfehlen, sobald die Möglichkeit besteht, persönlich hierher zu kommen und mit denjenigen dann auch ins Gespräch zu kommen, die diese Werte geschaffen haben, die stolz darauf sind und die am besten persönlich erklären können, was sie hier geschaffen haben. Das ist schön. Ja, dann wünschen wir uns allen, Ihnen, allen Teilnehmern eigentlich, trotzdem eine schöne Adventszeit. Eine schöne Adventszeit und auf jeden Fall einen glücklichen und gesunden Jahreswechsel. Vielen Dank.